Moschee, da stand Marmara und Montaigne durch die Stadt. Ja, guten Morgen, Freunde des Kurzfilms. Wir sind heute unterwegs zum Carnot-Auftakt 2011 nach Köln und sitzen schon hier im Zug. Wir haben also 7.05 Uhr und 7.13 Uhr geht er los. Ja. Ich wünsche viel Spaß mit dem Film, feier ein bisschen mit und wir sehen uns dann noch öfters heute. Ja, zum Vorblühen haben wir uns schon was mitgebracht. Das gute Reiskochfeld. Suse, bist du bei den Anonymen? Noch. Bei den Anonymen Schluck ran. Aber nicht mehr lange. Bei den Anonymen Schluck ran. Jetzt. Ich darf auch nicht mehr. Ja, der geht fremd. Der ist auch dabei. Sag mal Alaf. Alaf. Ja, guck mal, geht nachher noch besser, glaube ich. Guck mal, wie das Fingerchen hält. Ja. Das ist ja gut. Der ist ja im Haus, der ist ja Kuppel ohne Ende. Und es wird auch so langsam hell draußen, man kann Bäume erkennen. Sandra? Ja, jetzt fahren wir gerade ein hier in den Hauptbahnhof von Köln. Alle freuen sich schon. Wir pinkeln erst in 98 Stunden. Wir sind Männer. Also hier fallen wir nicht mehr großartig auf. Hochplatz. Ich stehe jetzt mit draußen auf dem Platz. Die Frankfurter sind auch da. Rita. Ja, Rita. Rita und Harry. Also wenn heute Abend nicht mehr wissen wohin, dann nehmen wir das Zimmer 4711 im Domhotel. Ja, wenn man so stinkt nach Alkohol, da ist das doch angenehmer. So, jetzt sind wir früh. Ich glaube, da kommen wir nicht mit Rest auf Kölsch rein. Ja, wenn das Trömmelt steht. Ja, das ist schon der kleine Vorzug hier. Alle ziehen zum Altermarkt, zum Heumarkt rüber. Jetzt kommen wir so Richtung Altermarkt. Und da ist schon allerhand aufgebaut. Ja, das ist das Motto dieser Saison geben, Jekting Patnas. Da wollen wir gucken. Und hier kann man sowas alles kriegen. So, da gehen wir jetzt mal in den Klimperkasten, oder wie? Gut, Papa Joe's, Biersalon, erster Stopp. Noch schön leer. Da sind wir weiter da. So, und jetzt können wir hier so schön gemütlich einen am Ablassen. Und dann kann man sich noch sowas angucken hier. Ist alles leer, aber das wird sich im Laufe des Tages noch sehr, sehr ändern. Genau!
langsam hier in die Altstadt rein. Also von den ganzen Brauhäusern ist hier richtig der Bär am Rocken. Und da kommt man erstmal gar nicht rein. Das nennt sich galoppierende Inflation. Das muss auch wissen, der Steuerberater. Haben Sie dich allein gelassen? Schon noch was los. Ja.
der nächste Karnevalsauftakt 3011 das gleiche hat wie dieses Jahr, 11, 11, 11, 11 Uhr 11. Da kann man das verstehen. Ja, der hungrige Gag, der muss auch mal ein bisschen Pause haben. Es ist echt voll und das ist gut so. Diejenigen, die ich jetzt hier zufällig aufnehme, mögen mich verzeihen. Ja, das ist schon heftig. Millionen Leute unterwegs. Aber trotzdem, ganz interessant. Papst im Kettenhemd, glaube ich. Ja, versuchen wir mal Papa Show reinzukommen. Ja, das ist hier die Schwesterkneipe vom Flimperkasten oben vom Altermarkt. Weiter. Komm. Ja, wir sind mit der Salzgasse, da gucken wir mal eben hoch. Ja, weiß ich nicht, hier hoch, Päppchen. Richtung Päppchen, Heumarkt. Warte, hinter mir. Hier geht's auch rund. Normalerweise eine verschwiegene Ecke hier. Geht's nicht.
wir hier wieder Richtung Altermarkt. Uff, hier wird es ein bisschen luftiger. In der Altstadt, da geht man kein Bein auf den Boden. Aber hier geht's. Amanita muscaria, sehr giftige Pilze hier. Guck mal, ganz giftig, ja genau, auch mal. Ah, oh, wunderbar. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr schön hier in Köln. Ja, wo kommst du weg? Von Lichtenfeld, hallo. Ja, hi. Nein, 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 das ist das Internet. Hallo Internet. Sevenload.com. Hallo. Sevenload.com. Immer noch .com, aber um genau. Nein, Facebook ist doch noch verlinkt von Leuten. Also, hallo. Yes. Wir haben Spaß hier schön. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Nee, also, wisst ihr Bescheid, Leute. Ja, also im Heumarkt, da kann man nicht hin, da sind Milliarden von Leuten, hier sind nur Millionen. Und durch Millionen, da kann man sich halt besser durcharbeiten als durch Milliarden. Die sollten wir unbedingt weitergeben an junge Leute, die Spaß haben, Musik zu machen. Ihr wolltet doch den Jungs und den Mädels am Bildschirm unbedingt was mitteilen. Ja, das Wort muss man ihm nachfragen. Sag mal, Mädel, ist das nicht kalt? Nee, ja. Sag ich mal. Ehrlich, nicht kalt? Nee. Na gut. Also, was geht ihr denn? Herzdame. Ach, Herzdame. Nee, ich sehe nur Karos und Asse. Herzdamen. Okay, Herzdamen aus? Bad Neuenahr an der schönen A, da muss im Rotwein gehen. Ja. Wunderbar. Ich habe hier ein paar Leute gefunden, die haben sogar ein Mikrofon dabei. Da muss ich das ganz einfach mal fragen, wo kommt ihr denn her? Aus Baden-Württemberg. Wir kommen aus Baden-Württemberg, das ist irgendwo da unten im Süden. Ja. Und wir haben den Weg nach Köln gefunden, um heute hier am Altermarkt dabei zu sein. Also wir sind in Köln, wir dachten, wir wären in München. Ja, das tut mir aber leid, wir sind nicht in München, wir sind hier in Köln. Ist hier nicht Düsseldorf? Nein, in Düsseldorf sind wir auch nicht. Ah. Ja, aber das ist kein Problem. Wer so aussieht und so eine schwarze Nase hat, der darf sich ruhig noch vertonen. Ah, hallo! Ja. Jetzt gehen wir so langsam Richtung Hauptbahnhof. Der 11.11., der wird für uns jetzt gleich vorbei sein. Aber bis dahin haben wir noch ein paar schöne Bilder. Sag mal, ist das ein Kostüm? Ist das ein Kostüm oder sieht er wirklich so aus? Nein, das ist ein Kostüm. Das ist ein Kostüm. Nein, das ist ein Sonntagskleid. Ah, aber ihr kommt aus Baden-Württemberg. Ihr kommt da unten aus Stadtmaus oder was? Ich komme aus Stadtmaus. Ja, also ist das kein Kostüm? Kostüm oder Sonntagskleidung? Ja, Sonntagskleidung. Aber guck mal hier, er kann nicht das schwere Weiber stemmen. Das muss man auch eben filmen. Ja. Also ist auch kein Problem hier. Das ist echt. Also eine echte weiße Maus. Der Schäfer weiße Maus. Nein, eine weiße Maus. Ja. Oder ja. Hier ist die Polizei Köln. Ja, sie hilft bei allen Sachen, was so sein muss. Ja. Aber sie werden auch gut versorgt, nebenan gibt Gildenkölsch. Ja, an diesem Stand gibt es Spießbraten, aber sie wussten nicht zur gar nichts. Also da wird dann überprüft, ob Glas oder sowas auf den Altermarkt oder in die Altstadt mitgenommen wird. Das ist auch ganz gut, denn wir wollen ja auch, dass keiner verletzt wird. Und das ist schon eine super Sache hier. Ja, das ist der Dom von hinten und wir sind hier schon am Hauptbahnhof. Abstellplatz.
So, die Burschen hier, die kommen alle aus Tübingen. Nee, ich nicht. Außer er hier, der kommt aus weiß ich nicht wo. Düsseldorf. Ja, aus Düsseldorf, aber ist egal. Ja? Hallo. Aber die haben den Weg hierhin gefunden und das ist schon mal viel wert. Das ist die Hauptsache. Ja. Ja. Also. Lass den Benzel nicht hängen, Kerle. Nein, den Benzel haben wir nicht hängen. Genau. Also. Ja, also Freunde, ich hätte nur gebeten, dass ich heute die Abmoderation mache anstelle von Charlie. Und das ist wir haben Arsch. Heute 47:11 Uhr am 11.11.2011. Es war wieder schön mit Charlie und Christian in Köln zu sein. Und Millionduse. Es ist eigentlich nur Schwachsinn. Man könnte auch in jeder X-Kneipe sich den Arsch zuhauen. Aber es ist jedes Mal schön. Und ich lade alle ein, am Rosenmontag 2012 mit uns zusammen in Köln am Altermarkt wieder Rosenmontag bzw. Karneval zu feiern. Es ist einfach nur geil. Dankeschön. Ja, Leute, ich muss auch ranheften. Ne? Wir können auch ohne Alkohol fröhlich sein, aber heute sind wir auf Nummer sicher gegangen. Glaubt es mir, wir sind es. Tschüss und viel Spaß mit dem Film. Und jeder hätte gesagt,